Gesunde Mischkost, Teil 2, Milchprodukte und Aufschnitt und Käse. Ihr Lieben, bei Milchprodukten ist es so, dass man mindestens 3 Milchprodukte pro Tag verwenden kann. Ihr habt ungefähr 250 Gramm Quark, 250 Gramm Joghurt, den ihr verwenden könnt. Und dann wäre zum Beispiel 250 Milliliter Milch. Wer mag, kann eine Scheibe Käse oder Wurstaufschnitt nutzen. Hier wird häufig gefragt, wie viel, wovon. Da wir den Wurstaufschnitt und ähnliches ja einen Eisenlieferant haben, ist es so, dass der Wurstaufschnitt in der gesunden Mischkost mit 4 Scheiben pro Woche ist und eine Scheibe Käse. Aber natürlich, wer jetzt keinen Wurstaufschnitt isst und die Mischkost verändert, kann natürlich auch mehr Käse essen. Für die Gewichtsveränderung ist das ja auch häufig so. Das sind am Ende auch immer individuelle Wünsche, ob man es sozusagen mag, ob man es sozusagen mag oder nicht mag. Aber aufgrund des Eiweißgehaltes ist die Mischkost sozusagen so definiert. Ja? Und dann ist es so, dass wir bei den Milchprodukten in Richtung ab 1,5% Milch gehen können. Es kann auch eine höhere Fettstufe sein. Bei Quark und Joghurt ist es so, dass es nicht mager sein muss. Auch da 1,5, 3,8 Vollmilchjoghurt, griechischer Joghurt. Ihr dürft bei Quark auch eine höhere Fettstufe nehmen, 20-40%igen Quark. Da könnt ihr frei für euch entscheiden, was ihr möchtet. Wer die Portionsmengen und ähnliches mit Bildern und mit Tipps und Tricks haben möchte, kann sich gerne den Fächer sichern. Der Fächer wird nicht mehr neu aufgelegt, sondern in dem wird es langfristig, also digital gibt es ihn ja schon, haben wir noch Restposten da, die jetzt rausgehen. Also wer sich die Portionsmengen Rose Fröhlich Ernährungsmaß sichern will, schaut in den Rose Fröhlich Shop. Aber zurück zur gesunden Mischkost. Ihr habt halt Tipps und Tricks im Fächer noch auf der Rückseite. Von daher auch für die Gewichtsveränderung könnt ihr ihn wunderbar nutzen. Er zeigt auf euch auf, was überhaupt eine Portion ist. Ihr Lieben, Milch und Milchprodukte, Käse, Wurstaufschnitt, Teil 2 haben wir durch. Dann gibt es noch Teil 3 bis 5. Das heißt, schaut einfach Step by Step vorbei. Ich freue mich auf euch. Ganz liebe Grüße und habt einen schönen Tag.